Meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen um kurz nach 8 in der Früh hier an der Bushaltestation in Canpicafort. Ich werde jetzt gleich mit dem Bus nach Luck fahren, wird etwa 1 Stunde 40 Minuten dauern. Von dort aus möchte ich dann heute den für den Zivilisten höchsten besteigbaren Berg bezwingen. Das ist der Puig de Massanella mit 1364 Metern Höhe. Nebenan ist dann direkt der Puig Major mit 1400 und Metern. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und los geht's! Damit herzlich willkommen in Juk. Jetzt weiß ich auch, wie es richtig ausgesprochen wird. Der Busfahrer hat mir eben zu verstehen gegeben, dass er Luk gar nicht kennt, sondern nur nach Juk fährt. War ganz amüsant gewesen. Ja, jetzt haben wir etwa, nein, ganz genau 10 vor 10. GPS-Gerät sagt 7 Kilometer bis zum Puig de Massanella. Und das sind etwa 840 Meter Aufstieg jetzt noch für mich. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, damit liegen auch schon die ersten 2,4 Kilometer schon hinter mir und ich habe mal wieder festgestellt, dass ich einen richtigen Tunnelblick wieder habe. Ja, ich habe nur diesen Aufstieg, diesen Berg vor Augen, links und rechts, da nehme ich fast gar nichts wahr. Ja, und so wundere ich mich jetzt schon zum zweiten Mal, dass hier in Juk so viele Menschen sich befinden, die hier busseweise rangekarrt werden. Ja, da habe ich mal gegoogelt und festgestellt, dass Juk ein sehr bekannter Wallfahrtsort ist, der jährlich von 1 Million Besuchern oder so besucht wird. Hier gibt's auch so ein Kloster oder sowas und da steht wohl so eine schwarze Madonnenfigur drin, die eben Ziel dieser Pilgerleute ist. Und ja, ihr seht auch gerade, ich creme mich schon wieder ein. Hab mir hier auch so ein Sonnenspray mal geholt, wieder 50 plus, ne? Und ja, denn es werden heute bis zu 30 Grad werden, ohne Bewölkung. Und da ist es natürlich wichtig, sich frühzeitig um Sonnenschutz zu kümmern. Genau, ja, und dann würde ich sagen, geht's auch gleich weiter. Also Leute, das ist wirklich ein Traum hier in der Tramontana, wirklich. Ich komme mir vor wie in einem riesigen Wohnzimmer fast schon. Das kommt mir alles so richtig freundlich und sympathisch vor. Es ist fast Windstille, es ist wunderschönes Wetter. Man hört fast kaum Geräusche, außer ein paar Vögel, hin und wieder mal ein paar Autos. Also einfach traumhaft. Ja, ein paar Meter weiter von dem, wo ich mich eingecremt habe, war dann auch schon so ein, ja, ich sag mal, Pförtnerhäuschen. Da habe ich dann bei einem älteren Herrn 6 Euro bezahlt, dass ich hier jetzt den Puig de Massanella besteigen darf. Ja, denn die Tramontana befindet sich zu über 90% in Privatbesitz. Ja, deswegen sind ja auch immer so viele Zäune, wo man auch drüber klettern muss. Das konnte man im letzten Video schon sehen, wo ich hier gegangen bin. Ja, und ein wunderschönes Gebiet. Ja, und so können die Leute natürlich machen, was sie wollen. Mir zum Beispiel auch 6 Euro abnehmen dafür, dass ich hier jetzt mich körperlich verausgabe. Soll aber mir recht sein. Und ja, also wenn ich da diesen Ausblick wieder sehe auf diesen Berg, einfach klasse, Freunde. Ich freue mich unendlich hier zu sein und weiter geht's. Kilometer gelaufen und ja, der Aufstieg ganz schön steil. Ich habe mich jetzt gerade mal so ein paar Minuten beruhigt, damit ich halbwegs flüssig in die Kamera sprechen kann. Also das geht richtig voran hier, Wahnsinn. Ja, für die 6 Euro, die ich da eben bezahlt habe, wird man hier aber auch wunderbar geleitet. Ne, hier finden sich immer solche Steine, Puig drin eingraviert. Ja, auf jeden Fall spielen sich hier auch richtige Dramen ab in der Tramontana. Jetzt kam mir gerade ein spanischer Sportwalker entgegengelaufen. Und da haben wir uns mit Händen und Füßen verständigt. Ne, der sprach weder Deutsch noch Englisch. Ich kann kein Spanisch. Auf jeden Fall sucht er seinen Kollegen. Der hat den hier irgendwo verloren. Der walkt jetzt hier gerade woanders rum. Ja, ich konnte dem armen Mann leider nicht helfen. Ja, so geht es mein Aufstieg hier auch weiter. GPS sagt noch 2,2 Kilometer. Ja, und die werden es auf jeden Fall auch weiter in sich haben. Musik.
jetzt geht es ja auch langsam richtig steil bergauf. Hier muss man natürlich bedachtsam aufsteigen. Der Boden ist ziemlich uneben, Laub und erdreich liegt da drauf. Jede Menge Geröllmaterial. Ja, da muss man schon seine Schritte auch gucken, wo man hingeht. So, hier wird es dann auf jeden Fall auch mit der Beschilderung bzw. Wegmarkierung deutlich weniger, sodass ich ohne GPS-Gerät hier schon mehrfach vom Weg abgekommen wäre. Ne, vor allen Dingen, wenn man hier so im Hang steht, da kann man den Gipfel überhaupt nicht mehr sehen. Und dann weiß man gar nicht, wo man hinläuft. Ja, das kann dann schon mal ein paar Kilometer Umweg bedeuten, weil man vielleicht einen falschen Gipfel ansteuert. Ne, aber mit GPS-Gerät ist das doch alles um einiges angenehmer. Und so haben wir jetzt noch 1,7 Kilometer. Ja Leute, der Weg führt jetzt hier durch eine zunehmend lebensfeindlichere Landschaft. Baumgrenze haben wir erreicht. Hier wachsen noch vereinzelt so ein paar Gebüsche. Die haben so Stacheln oder Dornen dran. Ich weiß nicht, wie das biologisch richtig ausgedrückt wird. Ja, Steinmännchen habe ich auch schon lange keine mehr gesehen. Ich suche mir jetzt meinen Weg hier selber über diese mondähnliche Landschaft hier. Also richtig klasse. Schroffer, scharfkantiger Fels. Sollte man hier abrutschen, kann man sich durchaus lebensgefährliche Schnittwunden zuziehen. Aber durch die Griffigkeit des Fels ist da eigentlich so nichts zu befürchten. Und ja, ich feiere das hier gerade ungemein. Da kann man auch den Gipfel sehen. Also hier gibt es ein einziges Tier und das landet auf meiner Brille. Das kann da echt nicht wahr sein. So, ja, da oben kann man den Gipfel erahnen. Ne, noch etwa 700 Meter oder 800, ich weiß es nicht genau, weil ich mich vom GPS-Kurs entfernt habe. Ja Leute, es ist genau das passiert, was ich eben gesagt habe. Ich habe mich verlaufen, ich habe nicht mehr aufs GPS-Gerät geguckt und quasi einen falschen Berg angesteuert. Ich dachte, es wäre der hier zu meiner Linken, aber nein, zu meiner Rechten. Da muss ich hin. Da oben sind auch schon einige Leute da. Zwei weitere sind noch unterwegs. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier doch so viel verhältnismäßig viel Verkehr ist. Ja, hier ist es für mich erstmal wieder ein bisschen angenehm, weil ich muss jetzt erstmal so ein bisschen abwärts wieder gehen, um dann wirklich den finalen Aufstieg zu machen. So, meine Lieben, dann herzlich willkommen nach 3 Stunden 50 Minuten Laufzeit für gerade mal 7,9 Kilometer und herzlich willkommen hier auf dem Puig de Massanella mit 1340 Meter, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also der Aufstieg hat richtig Freude bereitet. Es ist nicht ganz leicht, also man sollte schon genügend Ausdauer mitbringen. Ja, es ist ziemlich steil und man sollte auch schwindelfrei sein. Dafür wird man hier oben mit einem fantastischen Ausblick belohnt. Hinter mir eine Gruppe von Engländern. Ja, dann hier im Hintergrund kann man erkennen den Puig Mayor, den höchsten Berg hier mit 1400 und. Also hier ist wie gesagt der für Zivilisten höchste Berg der Insel. Und ja, ich denke, jetzt werde ich auch mal die Drohne steigen lassen. Und danach zeige ich euch noch hier einen richtig tiefen Abgrund. Ja, und damit herzlich willkommen hier an diesem Loch, sage ich mal. Also das geht hier, ich kann es gerade nur schätzen und kann mich auch nur ganz vorsichtig vorbeugen, 20 Meter in die Tiefe. Ich werde es jetzt mal ausprobieren, indem ich einen Stein fallen lasse. Ja, da kann man ja mit S ist gleich 1/2 AT² rausfinden, wie tief das ist. Der Stein wird ja gleichmäßig von der Erdbeschleunigung mit 9,81 Meter pro Quadratsekunde beschleunigt. Und wenn wir dann die Zeit messen, ne, wie lange der bis nach unten braucht, dann weiß man eben, wie tief das ist. Ja, so zählen wir einfach mal. So, ich hoffe, da kommt man jetzt hören. Ich blende jetzt gerade mal ein, weil ich konnte nicht mitzählen. Ich fühle mich hier auch gerade ziemlich unwohl, hier so an diesem Abgrund zu sitzen. Also sollte man es überleben, da unten aufzuschlagen,
hat man es aber richtig schwierig, da hochzukommen. Wenn man nicht wirklich Profikletterer ist, denke ich, hat man da keine Chance. Deswegen werde ich jetzt mich auch wieder hier die Füße nach oben tun und dann den Rückweg antreten. So, 10 vor 4, noch 2,8 Kilometer bis nach Juk. Ich glaube, das mit dem Bus kann ich mir abschminken. Vielleicht gibt es auch eine andere Verbindung. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich da bin. Auf jeden Fall befindet sich hier ist dieses Häuschen, wo ich vorhin diese 6 Euro bezahlt habe. Ja, der Mann scheint sein Geld verdient zu haben, hat schon Feierabend gemacht. Genau, und so bleibt mir jetzt der Weg hier über diese Leiter, über das Mäuerchen hier drüber hinweg. Ne, ist ja alles Privatbesitz hier. Aber Wanderer haben hier überall freien Zugang, finde ich sehr schön. Ja, und so würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Juk wieder. So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück in Juk. Ich habe heute 15,75 Kilometer zurückgelegt, habe dafür über 6 Stunden gebraucht, ne? Also ihr seht, Höhenmeter, die fressen jede Menge Zeit. Es war richtig anstrengend, aber auch hat richtig Freude gemacht. Ich fühle mich richtig gut jetzt. Ja, und Glück im Unglück. Der Bus fährt erst um 16.20 Uhr. Ich habe mich da vertan. Der steht schon im Hintergrund, abfahrbereit. In ein paar Minuten geht's los und der fährt sogar durch bis Kanpekafort nonstop. Und ja, so springe ich dann gleich noch eine Runde in den Pool und darf mich jetzt für dieses Video von euch verabschieden. Das ist aber auch gleichzeitig mein letztes hier von dem Mallorca-Urlaub. Heute ist Samstag. Am Dienstag fliegen wir zurück nach Köln. Und ja, dann geht's weiter mit Videos. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.